Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es den zweiten Teil vom Project Fuzz. Ich bin extra bis nach Griechenland gefahren, um auf einer verlassenen Cross-Country-Strecke eine neue Freeride-Line zu bauen. Und zwar ohne Bagger und nur mit einer Schippe. Okay, eventuell noch mit einer Hake. Ich werde euch jetzt mitnehmen und euch ein bisschen zeigen, was ich baue und wie ich es baue. Wir starten von unten nach oben. Kurz im Voraus, falls du noch kein Abonnent bist und dir gefällt, was ich hier auf diesem Kanal verzapfe, dann lass doch gerne ein gratis Abo da, denn das würde mir persönlich sehr viel helfen und ist für dich kostenlos. Und jetzt viel Spaß beim Video. Let's go! Freunde, die erste Berm ist ready. Die sieht jetzt von hier aus irgendwie etwas klein aus auf dem Video, aber die ist schon ziemlich groß und haltbar. Das muss jetzt einmal hier mal regnen und dann nochmal richtig platt gemacht werden. Also das muss ich alles einmal setzen. Das ist halt ziemlich trocken alles, obwohl Winter ist. Ich laufe jetzt mal weiter nach oben und wir suchen mal eine nächste Stelle, wo wir ein Feature reinbauen können. Ey, so krass, Alter. Mir sind gerade einfach Leute entgegengekommen, denen das scheißegal war, was ich hier mache. Die haben gefragt, was ich hier mache. Da habe ich gesagt, ja, ich mache hier eine Mountainbike-Strecke wieder fertig. Also hier war mal vor ganz, ganz vielen Jahren so ein bisschen was. Aber das war so mehr Cross-Country. So, nach dem ganzen Sauermachen hier habe ich einen kleinen, ja, hier muss ich noch weitermachen, habe ich hier so eine kleine Mulde gefunden und dann geht es ein ganz, ganz minimales Stück bergauf. Ich glaube, ich werde jetzt von da hinten schauen, wie viel Schwung man hier bekommt, damit man in diese kleine Mulde hier reinspringt und dann entspannt da hochrollen kann. Also Freunde, ich sehe, das ist ein ewig langes, gerades Stück. Also hier werden wir uns ein bisschen länger wahrscheinlich jetzt aufhalten, um zwei, drei Features reinzubauen, weil das ist wirklich, wirklich viel gerade Strecke und das wird sonst zu langweilig. Ich fange erstmal hier an. Das ist doch auch für mich immer so das erste Mal, so was richtig Großes zu bauen, ohne dass ich irgendwas kenne. Man sieht natürlich hier überhaupt gar nichts. Hier ist ein Absprung schon entstanden. Das Problem ist, der Absprung, der neigt sich so ein bisschen nach rechts runter. Und wir wollen ja in eine Linkskurve reinspringen. Das heißt, wir müssen da so ein bisschen Sharkfin-mäßig hier noch ein bisschen auffüllen. Ich habe mir, glaube ich, ein ganz schön großes Projekt vorgenommen. Ich weiß nicht, ob da zu viel ist. Also alleine wird schon heftig. Da werde ich bestimmt locker anderthalb Monate dran sitzen, wenn ich jeden Tag durchacker. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es alles wert sein. Wie ihr seht, ist hier schon ein richtig dickes Ding entstanden. Ich weiß nicht, ob man das auch mal auf der Kamera so gut sieht. Also, das ist schon relativ groß. Da hinten ist die Landung. Hier ist der Absprung. Das sind ungefähr 4 Meter. Vielleicht 5. Ist ja auch nicht so schlimm. Das ist eigentlich nur so ein letzter Jib-Sprung, soll das werden. Für den Rest hier brauche ich auf jeden Fall eine Spitzhacke, weil das sind alles Steine hier. Ich werde jetzt auf jeden Fall ein Stück weiter hochlaufen. Wenn ich irgendwo noch eine gute Stelle finde, dann werde ich noch ein drittes Feature heute machen. Ansonsten bin ich mit 2 Features heute gut bedient. Ich bin jetzt vielleicht ein Viertel vom Berg hochgelaufen. Aber Leute, ich sag euch ehrlich, ich habe ultra Hunger und werde jetzt wieder runterlaufen, um essen zu gehen. Ja. Wie ihr gerade sehen konntet, sind nach 4 bis 5 Stunden 2 Features, ja, ich sag mal so halb fertig. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass es auch in Griechenland Dezember ist, somit der Winter hier eingetroffen ist und es sehr, sehr früh dunkel wird. Der nächste Tag sollte ein guter werden. Viel Energie getankt, guten Schlaf und es hat geregnet. Ab in den nächsten Tag. Schönen guten Morgen, Freunde, und willkommen hier zu einem neuen Tag. Es ist soweit. Es ist das Beste eingetreten, was für ein Bauprojekt eigentlich kommen kann. Und zwar, es hat die ganze Nacht genieselt. Ist alles nass, schön, feucht alles. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Ich werde gleich losfahren, mir eine Spitzhacke holen. Ich habe richtig Bock heute. Wir haben 8 Uhr.
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, erstmal weiter hoch zu gehen und Steine zu suchen, damit ich das vernünftig hier ausbauen kann. Das funktioniert so nicht. Ich werde dafür 3 Wochen brauchen für einen Sprung. Man kann ja auch halt nicht von überall Sand holen, ne? Hier geht's halt bergab, da geht's bergauf. Wie viel soll ich da wegnehmen? Jetzt nur kurz zum Verständnis. Ich müsste gerade einen 6 Meter langen Baum, Totholz, ich betone Totholz, der lag da, zersägen, damit ich die erste Schicht habe. Also das muss mindestens 1,60 groß sein. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, ne? Das lege ich natürlich gleich zurecht und dann kommt da Sand drauf. Natürlich wird ein Arbeitsplatz immer ordentlich verlassen. Ich werde jetzt noch einmal den Sprung shapen. Der ist schon relativ groß geworden. Ich sage euch ehrlich, vielleicht, eventuell könnte man hier noch ein bisschen Erde wegnehmen und die drauf pappen. Ich werde den Sprung jetzt noch ein bisschen platt machen, damit er einen Shape schon mal hat. Ja, so ein Sprung muss eigentlich immer so um die 1,5, sogar besser 2 Fahrradlängen haben, damit man einen richtig schönen Flow hat. Ja, ist er halt nicht. So einen Sprung zu bauen mit nur einer Schippe ist schon ziemlich anstrengend. Alleine nur für diesen Sprung habe ich 4 bis 5 Stunden gebraucht. Natürlich lag es auch an der Erde und an den Steinen, aber trotzdem gut vorangekommen. Am nächsten Tag gibt es eine kleine Pause, aber nur für die Arme. Denn ein paar meiner alten Freunde, die hier aus dem Dorf kommen, haben mir einen Trail gezeigt, auf dem sie früher Motocross gefahren sind und der jetzt genauso verlassen ist wie die Cross-Country-Strecke. Nur, ich würde mal sagen, etwas ruppiger. Aber schaut selbst. Αυτό εδώ τώρα που βλέπω είναι όνειρο για μένα. Είναι πάρα πολύ γαμάτο. Nachdem ich mit den Jungs mir die Trails angeschaut habe, und ich muss wirklich zugeben, es sind wirklich krasse Trails, habe ich mir überlegt, die auch mit ins Endvideo reinzunehmen. Aber ich muss euch im Voraus sagen, ich habe den Trail getestet und muss einfach sagen, der Trail ist eine Katastrophe. Es geht weiter. Gestärkt und motiviert geht es in den nächsten Tag. Heute stehen 2 Features an. Eine große Landung und eine Sharkfin.
wunderbaren guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen wunderschönen Tag hier auf meinem Kanal. Freunde, heute ist wirklich hervorragendes Wetter. Es ist ein bisschen kühl, das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir haben Dezember. Ich werde den Tag heute komplett nutzen. Dieses Ding ist jetzt gut 90 cm, 1 Meter hoch. Das muss auf jeden Fall noch mindestens doppelt, wenn nicht sogar dreimal so hoch. Oh, ich war schon seit 2,5 Stunden da dran, ey. Das ist so super anstrengend, das kann sich niemand vorstellen. Jetzt noch so geil, Alter, 5-6 Baumstämme runter und dann nächste Schicht, ey. Das wäre ein Traum. Aber da, wo die Baumstämme hier liegen, ey, da willst du ja echt nicht hin, ey. Das ist so hoch. Bis ich hier unten ab, das schüpp ich lieber. Jetzt gibt es hier eine lange Gerade. Hier ist ein umgekippter Baum, den werde ich benutzen, um da vorne eine Shark Fin zu bauen, bei der man da reinspringt. Ich habe hier auf jeden Fall einen umgekippten Baum. Ja, ich habe hier schon ein paar Stücke abgeschnitten. Der ist da drin. Da. Also wenn man mal glaubt, dass dieses Ding hier irgendwann eine Hip nach da wird. Ich weiß nicht, ob das eine Hip wird. Ich weiß nicht, ob das eine Shark Fin wird. Ich muss auf jeden Fall hier ein bisschen Sand so wegnehmen. Also so, oder beziehungsweise verteilen, damit man hier ein bisschen mehr Landefläche hat. Mit dem Büschel da. Zick, zick, zick. Und dann wird das schon perfekt. So, Freunde, wir haben easy nach 5 Uhr. Die Shark Fin ist fertig. Alter, die ist so dick, ey. Schau dir mal an. Boah, und dann geht die einfach in irgendein Loch hier hinten rein. Was eine View, Alter. Freedom in my head, Alter. Ehrlich, ich gehe gerade so ein. Ich sehe gerade einfach das Meer. Bin auf einem Berg. Ihr müsst euch jetzt diesen Blick hier mal reinziehen von mir. Und ich baue hier einfach genau das, was ich will. Natürlich würde ich gerne alles ein bisschen größer haben, das gebe ich zu. Aber ich habe mir mal ein paar Gedanken gemacht. Geht es eigentlich gar nicht so viel darum, irgendwie größer, schneller, härter, krasser irgendwie gerade zu sein. Es geht gerade einfach um so ein Seelenfrieden-Ding. Ehrlich, ich weiß, für manche hört sich das witzig an, aber ich bin hier gerade auf dem Berg und das Einzige, wofür ich wirklich dieses Handy benutze, den ganzen Tag, ist zum Filmen oder ab und zu euch meine Instagram-Story als Update hier zu geben. Es ist einfach geil. Ich weiß gleich, wenn ich runtergehe. Ich habe gestern Abend schon gekocht für heute. Werde ich mir gleich erstmal fett reinpfeifen. Ach ja, ich werde hier gerade ein bisschen sentimental, wie ihr seht. Ich habe, das ist... Für mich ist das hier Endlevel, Freunde. Wie gesagt, größer, schneller, krasser kann man immer. Aber hier einfach so einen geilen Trail einfach runterballern. Genauso, wie man sich das vorstellt. Ja, ein paar Sachen würde ich gerne noch machen. Ich werde euch auch gleich, wenn ich nach Hause gehe, mal ein bisschen mein Ideenbuch zeigen. Ich werde von den ganzen Sachen natürlich nicht alles schaffen. Aber ich hoffe, so viel wie möglich und so gut wie möglich. Wie gesagt, ich habe mir alles ein bisschen größer vorgestellt. Aber das ist einfach viel zu viel Arbeit für eine Person alleine. Okay, der Harry hilft auch viel immer. Du hilfst auch immer viel, ne, Harry? Gib mal Geld, du musst zahlen. Jo, danke. Ich bin auf jeden Fall erstmal fertig für heute. Ein bisschen muss noch, die muss auch ein bisschen absacken. Also die ist schon wirklich sehr gut jetzt. Ein bisschen höher kommt die auf jeden Fall noch. Und dann, upp, und drüben rein. So Bauvlogs dauern auch schon ihre Zeit, ne? Ich pack jetzt meine Sachen zusammen und gehe nach Hause, weil es wird dunkel, ich habe Hunger und ich bin richtig platt. Kuss auf Nuss, bis gleich. So, Nummer 1 ist links oder rechts. Das ist halt, man springt gerade ab und dann gibt es eine Links- und eine Rechtslandung. Das werde ich aber auf gar keinen Fall bauen, da es einfach nicht möglich ist, weil die Strecke viel zu eng ist. Man könnte das eventuell so machen, dass man eins, also die linke Seite vielleicht nach vorne setzt und die rechte ein bisschen weiter nach hinten. Und wenn man dann halt schnell anfährt, springt man die Seite, die weit vorne ist. Und wenn man etwas langsamer fährt, die Seite. So, weiter. Dann haben wir hier so eine Hip gerade sein soll und dann na, halt so eine... Rechtship einfach, also nichts Besonderes, nichts Aufregendes. Dann halt hier ein Absprung und ganz weit rechts eine Landung. Nicht möglich, dafür ist die Strecke viel zu eng. Also erstmal so ein Step Down, den gibt es natürlich auch nochmal. Hier gibt es einen kleinen Kick, dann einen Push. Den habe ich tatsächlich schon gebaut, aber nur in wirklich winzig klein. Der Hip-Transfer. Dann haben wir noch eine Wallride. Das Ding will ich auf jeden Fall bauen. Das ist auf jeden Fall auch so ein Tire-Slide-Ding, nur mit einem Baumstamm dazwischen. Das heißt, wenn man hier abspringt, könnte man mit einem Tire-Slide komplett runterrutschen.
Das wäre schon was sehr, sehr Wildes. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber ja, viele Features, die so krass sind und so, ich kann die einfach nicht machen, weil die Möglichkeiten geben sich gerade einfach nicht so. Vielleicht kommen sie noch. In dem nächsten Teil geht es weiter mit der Sharkfin-Landung und einer neuen Hip im oberen Teil, sag ich mal, gebaut habe. Da es aber sehr viel Arbeit war, konnte ich euch jetzt nicht alles zeigen, sonst würde dieses Video, glaube ich, komplett den Rahmen sprengen. Also, let's go und sehen wir uns mal an, wie die Landung aussieht und wie die neue Hip aussehen wird. Freunde, es hat gestern Nacht sehr, sehr, sehr stark geregnet. Ich bin jetzt mal echt neugierig, wie die Features aussehen. Ich hoffe, dass nicht alles komplett im Arsch ist. Also, wir fangen mal hier an mit der Kurve. Top geblieben, also da ist gar nichts dran. Ja, der Absprung hier, der ist ja eh noch nicht so richtig fertig. Jetzt kommt die größte Arbeit, die wir hatten. Boah, die sieht aber gut aus, ey. Was sagt ihr, Freunde? Einfach nur perfekt. Mega. Ah, ist ja kalt. Ah, ich hab ein Wasser in den Nacken gekriegt. Der Sprung, auch top. Das muss halt auch trocknen, ne? Wenn das hier nicht trocknet, dann kann ich euch jetzt schon sagen, dass er nicht in einem finalen Video drin sein wird. Wir sind an der Sharkfin angekommen, die tatsächlich unheimlich gut geblieben ist. Was noch geiler ist, natürlich ist sie jetzt zusammengesackt durch den Regen. Und das ist eigentlich perfekt. Das ist genau das, was wir wollten. Richtig gut. Ein bisschen Sand nochmal hier drauf. Dann kloppe ich das nochmal alles ein bisschen platt. Dann werde ich hier vorne einmal ein bisschen Sand verteilen. Ein bisschen freischneiden vielleicht. Und dann geht's auch schon zum nächsten Feature. Ja, das ist fast geschafft. Jetzt sieht es doch ordentlich aus. Oh Leute, das ist so anstrengend, das kann sich keiner vorstellen. Guck mal, es ist sogar kalt. Es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es warm ist oder so, ne? So Freunde, nächste Stelle hier gefunden, die werde ich genau jetzt nämlich anfangen, weil hier ist ein richtig geiles Stück, der Boden, der ist ein bisschen nicht so geil, sag ich mal, also zum Buddeln, aber wir brauchen tatsächlich gar nicht so viel Sand, weil da hinten liegt ein umgeknickter Baum, da irgendwo ist noch ein umgeknickter Baum, die sind ungefähr 8-9 Meter lang, das heißt, da kriegen wir richtig was raus. Freunde, wie ihr seht, der Sprung, der ist noch nicht fertig, aber er wird einfach zu schmal und ich kriege da einfach keinen Sand drauf. Jetzt habe ich mir, oder Erde, jetzt habe ich mir einfach überlegt, hier ein bisschen noch Holz hinzustecken, damit ich da das alles verbreitern kann, damit das alles hier breiter wird. So, Freunde, ich bin fertig für heute. Ich habe jetzt schon mal hier den Sprung und so ungefähr die Landung eingekattet, damit man so ein bisschen sieht, wo man da lang springt. Also, da ist der Absprung. Und da springt man rein. Hier ist der Sprung, relativ hoch, Schafthöhe. Und dann geht's nach da hinten rein, ja. Freunde, das war's auch wieder mit dem heutigen Video. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die bis hierhin mal wieder zugeschaut haben. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein gratis Abo freuen, denn nur durch euch sind solche Projekte wie dieses hier möglich. Es ist für euch kostenlos und mir hilft es weiter, größer zu werden und größere Projekte für euch zu machen. In den nächsten paar Wochen kommen ein paar Trails, die ich hier erforscht habe. Es wird der Dominik einfliegen. Unser Fotograf, ihr erinnert euch an Dominik, der auch die Beyond the Hill Vlogs mitgedreht hat und viele andere Videos, die auf diesem Kanal gemacht wurden. Und der wird mit mir den letzten Teil vom The Fuzz Project drehen. Seid gespannt, abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Kuss auf Nuss, euer Nucky Dai. Bis zum nächsten Video oder zum nächsten Trail.